Wir haben als Projekt, als Idee, quasi als Ziel ein Audiospiel entwickelt, also den Prototyp, eine Art Testlevel, in dem man sich, also in dem der Spieler sich nur an den Klängen orientiert. Das haben wir gemacht, weil es gab sehr viele Videospiele, die nicht barrierefrei waren, also die nicht für Blinde und Sehbehinderte spielbar waren. Genau, und dafür haben wir uns entschieden, dass wir eine Art Webspiel entwickeln, damit möglichst viele Leute dieses Spiel dann auch am Ende spielen können. Und ja, genau, die Heldin in diesem Spiel bewegt sich in der Spielwelt. Die Spielwelt ist eine dunkle Höhle, also es kann niemand was sehen. Und ja, die muss sich da nur an den Geräuschen zurechtfinden. Ja, die Geräusche funktionieren mit dreidimensionalem Audio, also in diesem virtuellen Raum hat jedes Geräusch einen Ort, von dem es ausspielt. Genau, die Map, die hat im Endeffekt Frieda gebaut aus Lego, was man jetzt auch recht gut auf dem Tisch entdeckt. Genau. Die Platten sollen sozusagen die Räume darstellen und so die Verbindungen und die Gänge, wie man in die nächsten Räume kommt. Und das habe ich alles digitalisiert bzw. auch eingerichtet in einem Programm. Jo, da ja für manche Tastatur dann noch bzw. Klänge noch nicht genug Informationen bieten, haben wir noch einen Prototypen für einen kabellosen Controller entwickelt, der eben auf der Rückseite zwei Vibrationsmotoren hat, um eben nochmal so für links, rechts, zum Beispiel Kollisionen mit Wänden, weitere Informationen dem Spieler zur Verfügung zu stellen, wenn er eben nichts sehen kann. Ja, und natürlich muss ein Spiel, das man nur mit Audio spielt, auch eine besondere Art der Erklärung haben. Und dafür haben wir ein kleines Intro gebastelt, das am Anfang das erklärt. Ja. Alle können sich in Rente und Rente, nur in der Hand, die noch so unter Deck gespielt, schafft es nicht. Sie wird vom Boot und durch einen Spalt in den Felsen gesperrt. Sie ist in einer Höhle gelandet. Oh nein, wo sind die anderen? Aber erstmal, wo bin ich hier überhaupt gelandet? Das ist ja eine Höhle. Okay, so was Sie hier jetzt gleich hoffentlich im Hintergrund über den Beamer sehen werden. Ja, da ist praktisch die Visualisierung von dem, was Frieda hier gleich live hören wird und hoffentlich Sie auch. Leider ist das mit den Lautsprechern hier logischerweise nicht dieselbe selbe Erfahrung wie mit Kopfhörern. Gibt eben kein so schönes Stereo-Image. Wir müssen uns langsam beeilen, weil die 3 Minuten, die ihr habt, sind schon um. Okay, und Sie sehen jetzt praktisch, was Frieda hier gerade auf ihren Kopfhörern hört. Also die beiden Punkte stellen 2 Audioquellen dar und in der Mitte sieht man den Spieler und eben, wie sie sich den Audioquellen annähert oder eben entfernt, wie die Geräusche lauter werden oder eben von welcher Position sie kommen. Das wurde eben alles mit 3D-Audio dann in JavaScript gemacht. Sehr cooles Projekt. Ich habe noch 2 Fragen mit der Bitte um sehr kurze Antworten. Das eine ist, wenn ich in einer dunklen Höhle nach einem Schiffbruch aufwache, muss ich vor dem Geräusch weglaufen oder darauf zugehen? Darauf zugehen, okay. Die andere Frage ist, selber ein Spiel zu machen, ist ja manchmal schwieriger, als man denkt. Habt ihr es selber durchspielen können? Also war es einfach genug für euch? Es gibt nur einen Mini-Level. Aber den habt ihr geschafft? Ja, aber er besteht nur daraus, zu einem Geräusch zu finden. Alles klar. Dankeschön. Sound Island.